trotzdem Weihnachten. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu unserem Live-Talk auf ein Wort. Wie werden wir Weihnachten feiern? Weihnachten findet statt, aber wie? Kirchengemeinden, aber auch Krankenhäuser, Wissenschaft, Politik, in allen Richtungen wird überlegt, wie wir diese Weihnachtstage gestalten und verbringen werden. Sei es zu Hause, in Gottesdiensten mit Maske oder vielleicht sogar mit Maske unter dem Baum oder besser ganz ohne Besucher. Diesen Fragen und dem Drumherum wollen wir heute Abend nachgehen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir zwei Gäste haben. Und zwar zuallererst Frau Dr. Viola Priesemann aus Göttingen. Vielen ist sie bekannt inzwischen aus vielen zahlreichen Interviews. Sie ist Physikerin in Göttingen am Max-Planck-Institut und berichtete eben gerade auch nochmal, dass sie jetzt die jüngste Mitarbeiterin an der Leopoldina Akademie ist und dort auch das jüngste Positionspapier mitverfasst hat. Von daher auf diesem Wege einfach auch mal herzlichen Glückwunsch zu dieser Arbeit bei der Leopoldina. Sie haben die Debatten mitgeprägt, mitbestimmt in den letzten Wochen und Monaten und von daher finde ich es wunderbar, dass Sie sich darauf eingelassen haben, heute Abend mit unserem zweiten Gast ins Gespräch zu kommen, nämlich mit Landesbischof Ralf Meister. Landesbischof Ralf Meister der Hannoverschen Landeskirche setzt sich seit Monaten dafür ein, dass insbesondere diejenigen, die sonst wenig in den Blick genommen werden in der ganzen Debatte, in den Blick wirklich rücken. Und zwar persönlich menschlich. Seelsorge an kranken Menschen in existenziellen Nöten, aber auch die Situation von Jugendlichen und Kindern, dass die immer wieder in den Blick genommen wird. Nun, 10 Tage vor Weihnachten, ist es einfach eine hervorragende Situation, darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich will gleich sagen, wir hatten einen Überraschungsgast angekündigt. Leider ist es nicht möglich gewesen, diesen Überraschungsgast zu bekommen. Und zwar sollte es ein Leiter eines Gesundheitsamtes sein. Und vielleicht ist es auch prägend für diese ganze Situation. Derjenige, den wir ausgespuckt hatten, hat absagen müssen wegen Überlastung. Die weiteren, die wir angefragt haben, und wir sind wirklich durch Niedersachsen getingelt mit den Anfragen, die weiteren haben leider auch absagen müssen, weil sie Oberkante voll sind und nicht mitkommen. Vielleicht ist das auch ein Symptom dieser ganzen Situation. Ich nutze vorweg einfach die Situation für 3 Hinweise. Das erste ist, wir haben eine Gebärdendolmetscherin bzw. einen Gebärdendolmetscher. Damit für Sie das alle auch gut ansichtig ist, nutzen Sie bitte die Sprecheransicht. Der Ton ist sowieso automatisch aus. Aber was an ist, das ist der Chat. Und da bitte ich Sie ausdrücklich, bringen Sie sich ein, stellen Sie Ihre Fragen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, unsere Gäste einfach direkt zu löchern und direkt eigene Fragen loszuwerden. Also von daher nutzen Sie die Chance. Einer hat auch im Vorfeld geschrieben, das ist das Anliegen, miteinander tatsächlich auch ins Gespräch zu kommen. So, ich hoffe, ich spreche langsam genug für unsere Gebärdendolmetscherin, die mich ausdrücklich gebeten hatte, das zu tun. Ich fange einmal an, Frau Priesemann. Wie erleben Sie am Vorabend, sage ich einmal, des beschlossenen Lockdowns die öffentliche Debatte? Sind Sie erleichtert? Es ist ja einmal früher, als es die Leopoldina sich gewünscht hat, dass dieser Lockdown stattfindet. Wo sind Sie erleichtert? Aber gibt es bestimmte Punkte, wo Sie auch verzagt sind inzwischen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich hatte sehr gehofft Anfang November, dass dieser Lockdown-Light reichen würde. Und die Hoffnung für mich war damals, Anfang November, zu sagen, wir machen jetzt einen Reset, wir bringen jetzt die Fallzahlen konsequent runter, damit wir zu Weihnachten nicht mehr über Corona sprechen müssen. Leider müssen wir jetzt vorweihnachtlich über Corona sprechen. Die Zeit im November hätte locker ausgereicht, die Fallzahlen runterzubringen. Und das, dann frage ich mich als Wissenschaftlerin, war ich nicht laut genug, war ich nicht deutlich genug, hätte ich das noch klarer formulieren müssen?
Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass wir zum allerersten Mal mit so einer Pandemie konfrontiert sind. Für mich ist es absolut neu, derart in der öffentlichen Debatte zu sein. Insofern, ja, diese Entscheidungen sind wahnsinnig schwierig. Ich denke, wir haben dem Lockdown-Light eine Chance gegeben. Wir haben sehr gehofft, dass es funktioniert. Es wäre toll gewesen, wenn wir schon vielleicht am 15. oder 20. November dann gegengesteuert hätten. Da wussten wir, dass der Lockdown-Light nicht reicht. Jetzt hat es bis Mitte Dezember gedauert. Das ist für uns natürlich schon immer mal etwas frustrierend, wenn man das Gefühl hat, die Lösung liegt so klar auf der Hand. Ist relativ logisch. Niedrige Fallzahlen. Wir hätten vielleicht nie so hohe Fallzahlen haben müssen. Und jetzt kommt es genau zu Weihnachten. Auf der anderen Seite ist es ja immer eine Güterabwägung. Das ist auch ein Wort, was ich im letzten Jahr gelernt habe. Noch dazu zur Frage einer Güterabwägung. Erstmal jetzt so die öffentliche Debatte. Okay, ich höre, Sie hätten es am liebsten lieber gehabt, deutlich herunterzufahren. Und sind froh, dass es jetzt soweit ist, aber hätten es eigentlich schon früher gehabt, ein komplettes Herunterfahren. Ralf Meister, zur Information, wir duzen uns, von daher halte ich das auch jetzt in der Runde durch. Wie siehst du die öffentliche Debatte? Bist du an bestimmten Punkten erleichtert über die Situation oder gibt es bei dir auch ein Verzagen an bestimmten Stellen? Ja, ich glaube, Erleichterung ist tatsächlich das falsche Wort, weil wir nach wie vor auch in diesem Light Lockdown, der nun kommt, immer noch in einer relativ ungewissen Zukunft sind. Also die Planungen, wie schnell geht es runter, wie wird es dann sein, die sind noch offen und vor allen Dingen eine Erleichterung in einer Situation, in der viele Menschen A, weil sie unmittelbar betroffen sind durch Infektionen oder Krankheitsverläufe oder schwerkrank sind oder B, weil sie permanent Angst haben, infiziert zu werden und krank zu werden, weil das eine Situation ist, die, glaube ich, nicht direkt mit Erleichterung ausgedrückt werden kann. Ich glaube, der Vernunft geboten war diese Maßnahme, die nun eintritt. Und insofern, glaube ich, geht es darum, dass man, soweit es irgend möglich ist, eine gewisse oder eine möglichst breite Akzeptanz dieser Maßnahme auch erreichen kann damit. Denn das bleibt nach wie vor ja das größere Risiko. Der Staat hat die Möglichkeiten, Einschränkungen zu verordnen. Wir sind erneut wieder in einer Lockdown-Situation, wo zentrale Freiheitsrechte, die verfassungsmäßig garantiert sind, durch das Infektionsschutzgesetz ausgehebelt werden. Und gerade zu Weihnachten, wo sehr viel in privaten Räumen entsteht, ist es natürlich auch überhaupt nicht denkbar, dass man diese Sachen alle kontrollieren kann. Und insofern geht es darum, dass man möglichst eine breite Akzeptanz findet für diese Maßnahmen und die überwältigende Mehrheit der Menschen sich auch daran halten wird. Wie kann es denn gelingen, frage ich Sie beide, wie kann es denn gelingen, eine möglichst breite Akzeptanz zu bekommen? Im Chat gratuliert übrigens jemand Ihnen, Frau Priesemann, für die hartnäckige, wissenschaftsbasierte Kommunikation. Vielleicht schon ein erster Kommentar zu dieser Frage. Wie kann es gelingen, Akzeptanz hervorzurufen? Es ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass viele Bereiche von der Diskussion und vom Diskurs leben. Wir haben Diskussionen im persönlichen Umfeld, in der Politik, auch in den Zeitungen werden Diskussionen geführt und auch in der Wissenschaft gibt es Diskussionen. Was ich total schwierig finde, ist, dass dieser wissenschaftliche Diskurs, den wir haben, dann teilweise einfach um des Diskurses wegen auch in die Zeitung oder in die öffentliche Debatte gebracht wird. Es gibt ganz klare, grundlegende Aspekte. Epidemiologie ist ein altes Feld. Die Modelle, die Ausbreitungsdynamik, das ist aus den 20er Jahren oder sogar von 1875. Das ist keine neue Physik, die ich da mache. Ich mache einfach nur die Zahlen von Corona da rein. Wenn dann aber diese Tendenz entsteht, dass in den Medien nicht nur die Erklärung aus der Wissenschaft kommt, sondern auch immer fast aus Prinzip eine Gegenmeinung dargestellt werden muss, dann ist es nicht immer sehr hilfreich für eine klare Nachricht. Es gibt viele Dinge, die müssen diskutiert werden. Gar keine Frage. Das ist absolut wichtig. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind etwa so klar, wie dass diese Erde eine Kugel ist. Man ist, es ist schwer verständlich, wenn man sie um sich blickt, aber da sind wir als Physiker uns auch relativ sicher und seit dem Foto aus dem All ist das, glaube ich, auch bei allen angekommen.
Und genauso haben wir eben auch in der Corona-Diskussion Aspekte, die so grundlegend einfach sind, dass wir die gerne auch klar kommuniziert hätten. Und trotzdem findet sich immer irgendjemand, der auch das bezweifelt oder aushebelt derzeit. Und das ist ein bisschen frustrierend, dagegen anzuarbeiten. Eine interessante Argumentation. Herzlichen Dank. Ich finde das schön, wie Sie es beschrieben haben. Trotzdem würde ich nur noch mal ergänzen. Es ist ja tatsächlich so, dass es nicht nur in der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fakten funktioniert, die Organisation des Lebens. Die läuft ja permanent auch an den wissenschaftlichen Erkenntnissen vorbei. Und das erlebt jeder, der, obwohl alle wissenschaftlichen Erkenntnisse sagen, dass Rauchen für die Gesundheit schädlich ist, weiter raucht. Und jeder von uns, der schon einmal richtig stinkblau war, weiß, richtig gesund war das auch nicht. Und trotzdem macht man das. Das heißt, nur durch die Plausibilität dessen, dass behauptet wird, das ist Wissenschaft, und die bringt an dieser Stelle eine evidente Logik, die eigentlich ein Verhalten erzwingt, das reicht nicht. Und ich habe mal in einem anderen Zusammenhang in der Ausbreitung von Radioaktivität gelesen, da gibt es so diesen Satz, Radioaktivität juckt eben nicht. Kriegst du es eben erst mit, wenn es dir dann richtig körperlich saudreckig geht, weil vorher spürst du es gar nicht. Also es ging um die friedliche Nutzung der Kernenergie. Und deswegen glaube ich, ist das, was ich sage, ist die eine Seite der Wahrheit, die plausibler zu machen und auf der anderen Seite auch sozusagen eine Plausibilität zu bekommen, die sichtbar wird, dass viele Menschen sagen, zum Schutze von anderen, auch wenn du momentan nicht verstehst, warum du es tust, zum Schutze von anderen Menschen bitte ich dich, dass du dich so verhältst und nicht anders, weil selbst wenn es dir vielleicht gar nicht nutzt, weil du vielleicht in wenigen Monaten ja schon geimpft bist und vielleicht sogar, wissen wir da nicht, ob da noch übertragen wird, ob es dir nun nutzt oder nicht, tu es für jemand anderen. Und das ist, glaube ich, dann schon eine wichtige Ergänzung zu dieser rein auf den Diskurs der Wissenschaft basierenden Logik, Menschen dazu anzuleiten, etwas zu tun, was richtig ist und notwendig, aber man muss es auch einsehen. Ich frage mal, beide, wie viele dürfen denn bei einem Konzert der Wissenschaften mitspielen? Wie viele dürfen beim Konzert der Wissenschaft mitspielen? Also ich sehe den Punkt, den Herr Meister gesagt hat, ganz klar. Ich sehe nur Folgendes. Es gibt so ein paar grundlegende Dinge, wenn man die verstanden hat, dann denke ich, kann man als Politiker möglicherweise besser und informierter Entscheidungen treffen. Und dieses Konzert ist ein großes. Da sind WissenschaftlerInnen, die an den verschiedenen Bereichen wirklich auch sehr hart arbeiten. Da gibt es die JournalistInnen, die dieses wissenschaftliche Ergebnis in die Öffentlichkeit tragen und auch übersetzen in gewissem Rahmen. Es gibt diesen ganzen öffentlichen Diskurs, wie zum Beispiel auch hier. Das ist alles total wichtig. Und ich denke, da darf auch jeder und soll auch jeder teilnehmen. Was arg schwierig ist, und das habe ich vorher auch nicht so erfahren. Ich meine, wir sind ja alle in der neuen Situation, Sie sprechen es ja fast direkt an, Querdenker oder das, was man unter Querdenker zusammenfasst, das sind Argumentationslinien häufig, die für mich als Physikerin relativ leicht sieht man, wo der Knackpunkt ist. Also das ist logisch, 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 unlogisch und wieder logisch, logisch, logisch in der Kette. Und für mich ist es relativ einfach, da den Finger drauf zu setzen. Für andere ist das viel schwieriger. Und ich kenne viele Leute, die sich auch mit diesen alternativen Theorien auseinandersetzen. Und sobald ich mit denen spreche, sagen die dann auch, ja klar, wenn du mir das erklärst, ist das logisch. Aber ich kann das, also man kann das nicht in dem Maße auch aufräumen und hinten dran aufräumen, indem da manchmal neue Theorien aufkommen. Okay. Ja, ich würde da doch sagen, also ich glaube, Frau Priesemann und ich, wir können uns fortwährend unterhalten, ohne dass Christoph Alexander uns unterbricht. Aber ich darf trotzdem einmal noch dazu was sagen. Weil ich finde es schon auch wirklich sehr interessant. Ich habe sie ja auch in mehreren Stellungnahmen gesehen und auch andere Wissenschaftler, die von grundlegenden Einsichten sprechen. Was sind denn grundlegende Einsichten? Sind wir Theologen und Religionswissenschaftler ein bisschen vager als sie? Und um es hier auf den Punkt zu bringen, ihre Wissenschaft und auch Epidemiologie ist ja nicht wertfrei. Momentan ist der grundlegende Wert, der uns antreibt, das Diktum, jedes Leben zu schützen. Zumindest so abzusichern, dass der Virus keinen kritischen Verlauf hat.
Das ist die Grundlegung, auf der wir momentan operieren. Und sich das klar zu machen, und dann haben Sie vorhin nämlich das Stichwort gesagt, dann gibt es Güterabwägung. Und genau diese Güterabwägung machen es ja kompliziert, weil niemand von uns lebt sein Leben nur, damit er es lebt. Sondern er lebt es in einem komplexen Zusammenhang von sozialer Einbindung, kulturellen Fragen, von familiären Verbindungen und so weiter und so weiter. Und nicht wenige Menschen sagen, unter diesen und jenen Bedingungen geht es mir nicht mehr um mein körperliches Überleben. Und diese Grundanfragen, glaube ich, bringen natürlich auch nochmal einen Diskurs, der nicht nur innerhalb der Wissenschaft, sondern der in den interdisziplinären Diskussionen ja vor allen Dingen ganz spannend ist. Das ist dann, wenn man es philosophisch aufbaut. Genau, ich würde gerne eine Sache zu dem Grundlegenden sagen. Ich verstehe die Güterabwägung und so weiter. Und Entschuldigung, das war jetzt rhetorisch sehr schlecht und auch nicht das, was ich meine. Eine grundlegende Sache. Man muss die falschen Zahlen irgendwann stabilisieren. Entweder stabilisiert man sie am Krankenhauslimit oder man stabilisiert sie bei niedrigeren Fallzahlen, da wo wir noch die Kontaktnachverfolgung machen können. Beides ist Stabilisieren. Und das Stabilisieren kostet oben extrem viel mehr Kräfte. Und das ist etwas, da sind wir uns sehr, 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 sehr sicher. Es gibt andere Sachen, da sind wir uns unsicher. Zum Beispiel, wie viel genau brauchen wir, um es hier oben zu stabilisieren? Aber wir sind uns absolut sicher, dass wir unten, wenn es erstmal unten ist an Fallzahlen, dass es dann viel leichter ist. Und selbst diese eigentlich ja wirklich triviale Erkenntnis ist noch nicht, habe ich den Eindruck, ist noch nicht angekommen. Und mir wäre es sehr wichtig, und das ist fast das Einzige, was ich versuche, seit Wochen zu, oder auch wirklich seit Monaten zu sagen, man soll sich dessen bewusst sein. Und ich weiß, dass es eben genau darum geht. Es geht ja darum, dass wir ein Leben zurückhaben wollen. Wir wollen das Leben wie vor Corona. Wir wollen wieder mehr Freiheiten haben. Ich weiß, dass wir nicht nur rationale Menschen sind, aber es ist wirklich wert, diese Fallzahlen runterzubringen und unten zu halten. Einfach weil dann die Kontrolle so viel einfacher ist. Das geht verloren unter einem vermeintlichen, und das ist ein Missverständnis aus unserer Sicht. Und da bin ich nicht die Einzige, das ist, wir bereiten gerade ein europäisches, gemeinsames wissenschaftliches Statement davor. Es gibt dieses vermeintliche, diese vermeintliche Idee, dann akzeptieren wir halt höhere Fallzahlen und haben dafür mehr Freiheiten. Und das ist ein Missverständnis, ein grundlegendes Missverständnis, was überall noch am Kursieren ist. Und da würde ich sagen, sind wir uns einfach sehr, 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 sehr sicher. Alles andere, wie viel bringt der Lockdown? Was machen die einzelnen Menschen? Da haben wir große Unsicherheiten, gar keine Frage. Ja, Ralf, direkt nochmal dazu. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe es, glaube ich, sehr gut, Ihre Argumentation, Frau Briesemann. Vielleicht habe ich das dann doch nicht zugespitzt deutlich gemacht. Meine Grundanfrage geht viel tiefer. Ich stimme Ihnen in allem zu, soweit ich es als Laie überbeurteilen kann, was Sie sagen. Stimme ich Ihnen vollständig zu. Mich irritiert ja sehr, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Gesellschaft oder viele betroffene Gesellschaften so erlebe, dass sie in einem Diktum den Lebensschutz in eine Priorität bringen, unter der sie alles andere sortieren. Das heißt, es hat Jahrhunderte, ja Jahrtausende gegeben, in denen Gesundheit nicht der oberste Wert war. Davon können nun Theologien und Religionen viel reden, weil das ein Teil unseres Geschäftes war. Und mich irritiert es nicht, sondern für mich ist es eher eine Suchfrage. Was geschieht, dass wir sozusagen in dieser Situation kollektiv etwas erleben, was der Weltgesellschaft Angst macht, dass darunter... Da geht es mir nicht nur um die Freiheitsrechte, die sind dann an der Stelle in Ihrer Argumentation, glaube ich, in einer Güterabwägung immer wieder in ein Werttauschgeschäft zu bringen zum Lebensschutz. Aber mich wirklich bewegt viel stärker, was geschieht momentan in vielen Gesellschaften, dass sie diese Hierarchie so selbstverständlich akzeptieren, während sie an vielen anderen Stellen im Umgang mit Krankheiten und mit lebensbedrohlichen Krankheiten, die ein Ausmaß kommen und bekommen haben, in einem Maße sorgloser umgegangen sind. Und ich glaube, die Ursache dafür, die liegt nicht, ich sage mal, in Berechnungen zurzeit, sondern die ist, glaube ich, in einer viel stärkeren Grundverunsicherung der Spezies Homo sapiens sapiens zu suchen.
Frau Priesemann, teilen Sie das Diktum, dass dem Lebensschutz alles um jeden Preis untergeordnet wird? Wenn das der Fall wäre, dann würde die Politik ja ganz anders handeln. Ich sehe das überhaupt nicht, dass das der Fall ist. Also das ist die ganz kurze Antwort. Ich bin natürlich jetzt sehr in die Diskussion um Corona involviert, aber wir sehen, also es geht jetzt in zwei Richtungen. Ist wirklich der Gesundheitsschutz die oberste Prämisse, dann hätten wir niedrige Fallzahlen und hätten wir einen Zero-Covid versucht anzustreben, weil dann auch die Krankenhäuser nicht überlastet sind, weil es dann nicht auf Kosten von anderen Behandlungen geht, weil dann nicht das ganze Geld, das ist ja wahnsinnig viel Geld, was gerade ausgegeben wird, für so einen Status quo. Das alles hätte man viel, viel effizienter eingesetzt, wenn man ganz klar gesagt hätte, Fallzahlen müssen absolut runter, wenn dieser Lebensschutz gerade in Sachen Covid so hoch gerechnet werden würde. Aber genau das ist ja nicht der Fall. Wir haben im Herbst nicht gegen gerechnet. Also ich sehe diesen Lebensschutz als oberste Prämisse absolut überhaupt gar nicht umgesetzt. Im Verhältnis zu anderen Bereichen, das finde ich sehr vage, was Sie da gesagt haben, Herr Meister, da kann ich mir nicht richtig vorstellen, was Sie genau damit meinen. Vielleicht brauche ich da konkretere Beispiele. Also ich glaube, dass in der politischen Hierarchie relativ klar ist, dass der Lebensschutz unabdingbar ganz oben steht. Vollständig. Das, was Sie vorschlagen, eine statistische Erhebung dann sozusagen zu einer Nullsumme gemacht zu werden, dass man das Virus so schnell wie möglich auf Null kommt, würde komplette Gesellschaften explodieren lassen oder implodieren lassen. Weil relativ klar ist, dass die Kollateralschäden ja jetzt schon sowohl im Psycho- wie im psychosozialen Bereich immens sind. Das ist völlig klar. Deswegen ist die Hierarchie relativ klar, dass der Lebensschutz oben steht, dann kommen ökonomische Kriterien und dann kommen Bildungskriterien und so weiter. Das kann man ja relativ systematisch auch zeigen. Das ist aber gar keine Gegenrede zu der Situation, die Sie beschreiben, sondern es fragt ich frage mich viel stärker nach den Grundursachen der Verunsicherung, die momentan entsteht. Ich gehe aber einen Schritt zurück, weil ich... Die hat relativ wenig mit den Zahlen zu tun, die Sie sagen, sondern mit den Phänomenen und die Reaktionen darauf. Finde ich daran spannender, weil wir die in einer kollektiven Art und Weise erleben, ja auch in anderen Erdteilen, die es so zuvor kaum oder eigentlich noch nie gegeben hat. Noch nie gegeben hat. Was ist bei Ihnen? Eine Variante. Welches sind für Sie, Frau Priesemann, die leitenden Zielkriterien, wenn Sie mit anderen Wissenschaftlerinnen, wenn Sie mit Politikerinnen ins Gespräch kommen? Und auch Ralf, welche sind für dich leitende Zielkriterien? Also was ich zwischen den Zeilen höre, Herr Meister, ist, dass es eine Abwägung gibt zwischen Gesundheitsschutz oder psychologischem Schutz und Wirtschaftsschutz. Als wären das zwei Seiten. In diesem Fall ist das beides genau dasselbe Interesse. Ein kurzer, harter Lockdown ist psychisch belastend, das ist klar. Aber ein langer Lockdown-Light ist mindestens genauso belastend. Und es ist etwas, was kein Ende hat. Es ist ja keine Lösung, es ist kein Zustand. Und das ist das, was wir also auch klar versuchen zu formulieren und klar versuchen zu kommunizieren. In dem Fall ist Gesundheitsschutz, der Schutz des Individuums, des Wohlbefindens und der Wirtschaft ausnahmsweise mal wirklich komplett gleich. Es geht mir nicht hier darum, mit der Brechstange die Null zu erreichen, sondern es geht mir darum zu sagen, wenn die Fallzahlen unter Kontrolle sind, dann ist die Eindämmung so viel einfacher. Jeder Einzelne hat mehr Freiheiten. Wir hatten diesen Zustand im Sommer. Wir haben ihn völlig leichtfertig verspielt, aus unserer Sicht. Und warum? Weil dieser Gegensatz aufgebaut worden ist, den es überhaupt nicht gibt. Die Wirtschaft leidet ja dann zu sehr, die Menschen leiden zu sehr. Jetzt leiden die Menschen. Hätten wir im September lokal gegengesteuert, wären wir absolut nicht, wo wir jetzt hier sind. Und das ist das, was mich leitet und das ist das, was mich insgesamt auch etwas frustriert, dass wir Wirtschaft und Gesundheit hier teilweise als einen Gegensatz darstellen und das ist in diesem Fall ausnahmsweise mal absolut nicht der Fall. Und ich glaube, das reicht. Vielleicht, Ralf, magst du noch mal für dich die leitenden Zielkriterien benennen, damit es nachvollziehbar wird? Ich glaube, das würde ich vollständig akzeptieren, wie Sie das sagen, Frau Priesemann. Vollständig. Sondern in der Systematik, in der wie Sie argumentieren, ist das völlig nachvollziehbar. Das beantwortet nur nicht meine Frage. Nach den Grundanliegen einer Dynamik von Angst, die mich momentan vor Rätsel stellt.
Das ist ja meine Frage. Und die wollen Sie auch gar nicht beantworten, sondern Ihr Ziel ist ja ein ganz anderes. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen und halte ich auch für gerechtfertigt, an den Stellen konsequent dann zu sein und es durchzuziehen und den Menschen so weit wie irgend möglich aus konkreten Begegnungssituationen herauszubringen. Nun wissen wir beide, dass die ganz radikale Form für demokratische Gesellschaften ein extremes Problem ist. Weil diese demokratischen Gesellschaften durch ihre politische Kultur, oft übrigens auch durch verfassungsrechtliche Situationen, ganz radikale Form eben unmöglich machen. Aber in der Sache würde ich Ihnen da vollkommen recht geben. So strikt wie möglich und es in einer demokratischen Gesellschaft auch rechtfertigbar ist, in der das Grundrecht tatsächlich im Ursprung die Freiheit des Einzelnen gewesen ist, ohne diese Idee hätte es die Demokratie nie gegeben, muss man so agieren, wie Sie es beschreiben. Deswegen, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Aber meine Suchfrage ist tatsächlich eine andere. Okay, in der Chatrunde laufen verschiedene Fragen auf, bevor wir gleich nochmal direkt auf die kommenden Feiertage zu sprechen kommen. Gibt es Erfahrungen aus anderen Ländern bei Ihnen beiden? Erfahrungen, die Sie wirklich ja, beflügeln, sage ich jetzt einmal. Frau Priesmann, Ralf Meister, wer mag anfangen? Erfahrungen aus anderen Ländern, die nochmal ein anderes Denken auch hervorrufen, damit wir vielleicht auch ein bisschen den Blick weiten über unsere deutsche Debatte hinaus. Ich glaube, gesehen unter den Gästen hier ist, glaube ich, auch Michael Thiel, der unser Missionswerk leitet. Wir haben natürlich Resonanzen aus unseren Partnerkirchen. Und ich komme übrigens jetzt gerade aus einer Zoom-Konferenz mit Kollegen von uns, also Christinnen und Christen aus der National Synod for Syria and Lebanon. Eine Situation in einem Failed State, müsste man fast sagen, im Libanon, wo, wenn sie schon ein wirtschaftliches Desaster haben, dann durch die Kumulation der Flüchtlinge aus Syrien und dann die Corona-Pandemie nochmal ein ganz brutaler Effekt ist. Aber was ich zum Beispiel für mich doch sehr interessant war, waren die ersten Stimmen, die wir von den südafrikanischen Partnern hörten, die so reagierten, ihr wollt mit den Mitteln der ersten Welt die Situation in den Townships in Cape Town oder in Durban oder in anderen Städten lösen. Und das wird nicht gehen, weil dort die Einführung einer Maskenpflicht, die Situation des Abstandshaltens oder so natürlich eine komplette Illusion ist. Eine komplette Illusion ist. Wir haben ja seit heute oder gestern gibt es ja Studien dazu auch, wie die Unterernährung und die Mangelernährung von Kindern in einer dreistelligen Millionenrate steigt momentan. Eine Situation, die man in den vergangenen Jahrzehnten hat immer wieder reduzieren können, die momentan radikal nach oben springt, vor allen Dingen in den Ländern des Südens. Und das ist natürlich auch nochmal eine Situation, die, finde ich, in einer besonders luxuriösen Situation mit einem extrem guten Gesundheitswesen nach wie vor, einem der besten der Welt, nochmal herausfordert, wie wir es schaffen können, so gerecht wie möglich bei den Auswirkungen dieser Corona-Pandemie zu handeln. Und das momentan immer nur bezogen auf unser Land, also nicht nur, auch auf Europa, aber diejenigen, die die massiven Verlierer sind, sind die Armen, die schon vorher arm waren. Und ich glaube, das muss auch viel deutlicher noch in den Blick kommen. Frau Priesmann? Welche Länder haben es anders gemacht? Welche Länder haben es besser gemacht? Ich meine, wir wissen, dass in Asien einige Länder relativ Covid-frei sind, auch mit dem Kosten, dass sie ihre Grenzen ganz radikal geschlossen haben, dass da eine harte Quarantäne ist. Innerhalb des einzelnen Landes ist aber das Leben im Prinzip wieder so wie vor Covid. Eigentlich ist es das ja etwas, was wir uns wünschen. Wir sehen auch, dass die soziale Ungleichheit, dass die wirtschaftlichen Einbrüche in den Ländern niedriger sind, die das Covid entschiedener und schneller bekämpft haben. Also die soziale Ungleichheit ist ein riesiges Problem. Wir sehen es gerade auch zum Beispiel in den USA, wie diese Covid-Pandemie das
rauskristallisiert, was sich dort an sozialer Ungleichheit entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Und das Schlimme ist aber eigentlich, dass es meistens nicht der Lockdown ist, der das Problem macht, sondern das Virus, weil die Menschen, gerade diejenigen, die eh schon jetzt nicht so gut geht, die können sich nicht gut schützen. Die müssen zur Arbeit gehen oder sie bekommen ihren Lohn nicht. Das ist der Grund, warum eben viele lateinamerikanische Länder relativ hohe Fallzahlen kontinuierlich haben und keinen Lockdown machen, weil sie genau wissen, dass das in deren Ökonomie nicht stemmbar und nicht koordinierbarer sind. Also dieses Problem von, dass der Stress und die Last ganz arg auch auf denjenigen liegt, denen es eh schon vorher nicht so gut ging, das sehen wir. Das ist, glaube ich, auch für uns ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, dass wir bei den Empfehlungen geschrieben haben, ja, wir möchten gerne, dass die Kontakte erhalten bleiben, dass wir diese ein oder zwei Partnerhaushalte aufrechterhalten. Das war ja im ersten Lockdown nicht der Fall. Das war ja noch relativ radikal. Und das hat eine große Belastung, zu wirklich großen Belastungen geführt. Wir haben sehr, sehr schnell ein Modell gemacht, wo wir geschaut haben, was ist eigentlich, wenn wir nicht einen Haushalt haben, sondern zwei oder drei zusammen, die aber dann fest sind als Gruppe, als Bubble nennt man das gerne. Aber ich finde Partnerhaushalte eigentlich einen viel schöneren Ausdruck. Können wir dann nicht, ist das denn so arg? Und das ist ja jetzt inzwischen auch Konsens, dass wir dort einen Mittelweg finden müssen, dass wir dieses soziale Leben haben wollen, aber trotzdem uns jetzt leider die Mühe geben sollten, diese Fallzahlen zügig runterzubringen. Aber die soziale Ungerechtigkeit, das ist leider, leider etwas, was sich noch mehr verschärft durch diese Pandemie, aber es verschärft sich durch das Virus und nicht durch den Lockdown. Und da ist Covid einfach wirklich der Scheinwerfer, der in prekäre Verhältnisse geht und alles ausleuchtet und erkennbar werden lässt, wo man denn hinschauen möchte. Dass hingeschaut wird, haben Sie beide gerade deutlich gemacht. Was ich ganz interessant finde, Frau Priesemann, bei dem, was Sie jetzt dargestellt haben, ist nochmal auch noch einmal nicht nur die Physikerin zu hören gewesen. Da waren auf einmal auch nochmal wirklich Leitperspektiven, Zielkriterien, die Sie aus dem Austausch mit anderen ins Spiel bringen. Und Ralf Meister, vielleicht so als kleine Replik, im Chat klang das auch so an, die Angst, die du beschreibst, ist das nicht eigentlich eine Angst vor der Sterblichkeit, vor dem eigenen Tod, die viel grundlegender ist, als wir es uns alle einräumen möchten? Und vielleicht ist es so, dass in anderen Kulturen, es ist einfach eine Frage, vielleicht ist es so, dass in anderen Kulturen diese Angst vor der eigenen Sterblichkeit doch nicht so ausgeprägt ist oder eher angenommen wird, die eigene Sterblichkeit. Das ist ja das erste Mal seit Jahrzehnten, dass wir in unserer Gesellschaft auch damit konfrontiert werden. Ich will damit keine neue Runde eröffnen, sondern den Chatverlauf ein bisschen zusammenfassen. Ich gehe ans andere Ende des Lebens, an den Anfang des Lebens, Weihnachten. Weihnachten, eine Chance oder eine Gefahr? Ich kann mir vorstellen, was eine Physikerin und Wissenschaftlerin antwortet im Blick auf eine Gefahr. Deshalb frage ich einmal Ralf Meister, Weihnachten, wo siehst du Gefahren, wo siehst du Chancen, wenn wir auf die nächsten 10 Tage, 12 Tage schauen? Der Ton ist aus, leider. Danke, jetzt habt ihr mich freigeschaltet. Also ich glaube, es könnte eine Gefahr sein, wenn es fahrlässig genutzt wird für die Versammlung von großen Menschenmengen, eventuell sogar noch unter Vernachlässigung der Hygieneregeln. Wenn es nicht kontrolliert wird, dann könnte es sicherlich eine Gefahr werden. Und ich glaube, dass es nach wie vor allerdings eine Chance, würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, es ist ein Teil der entscheidenden Kultur, die auch die Barmherzigkeit in unserem Land geprägt hat, die über das Christentum eingewandert ist. Dass der barmherzige Samariter ein Leitbild für unsere Kultur ist, das hat eine Geschichte von mehreren Jahrhunderten. Dass wir eine Welle von extremer Solidarität nach wie vor haben in unserem Land. Und wenn man unter bestimmten Bedingungen, die Verfahren dafür sind ja beschrieben und sind auch in den, ich sag mal, in den verfassten Kirchen, in den großen Kirchen ja auch erprobt, mit der Situation nicht zu singen, den Mindestabstand einzuhalten, sich anzumelden, die Zu- und Abwägung genau zu koordinieren und das in einem überschaubaren Größenrahmen zu machen, dann glaube ich, ist das auch ein Signal
für Menschen, die im Moment sich extrem danach sehnen, nach irgendeiner Stärkung. Und immerhin für mehr als die Hälfte der Bewohner in diesem Land ist es das Christentum, das für sie dieses stärkende Element ist. Und deswegen glaube ich, ist es unter diesen Bedingungen auch gut, wenn es eine solche Möglichkeit gibt, in Gottesdiensten zusammenzukommen, vorrangig dann draußen sicherlich. Giesemann, Chance? Ich hätte eigentlich eine direkte Rückfrage, was ist denn eine sinnvolle Gruppengröße? Ich meine, ja, die sortiert sich momentan ja an den Kirchengrößen. Also ich bin jetzt am letzten Wochenende in einer Kirche gewesen, da waren es, glaube ich, zwei Gottesdienste hintereinander, dazwischen extrem durchgeblasen mit Riesenventilatoren. Da waren es 42 beim ersten, auf einer Fläche sicherlich von, ich schätze jemals mal, von 120 oder 160 Quadratmetern. Beim zweiten Mal waren es, glaube ich, 44 oder 45. Und das hängt bei anderen Kirchen zu. Selbst in der Michaeliskirche habe ich gehört, die ja vielleicht einige auch kennen, in Hildesheim, ist die größte Zahl, die da zugelassen ist, momentan 88 Personen, wo sich sonst, glaube ich, 800 Personen treffen würden. In diesen Größenordnungen, glaube ich, läuft das ja auch. Ja, wäre schön, wenn wir dann so darüber nachdenken müssen, wie viele Personen jetzt über Weihnachten in die Kirche dürfen oder nicht in die Kirche dürfen. Ich denke, in einigen anderen Ländern ist das nicht der Fall. Ich habe den Anfang, Entschuldigung, den Anfang habe ich leider nicht gehört. Sagen Sie es nochmal. Achso, ich kann das auch mal sagen. Der Fall ist bei mir angekommen, aber der Anfang nicht. Nee, ich sagte nur, dass es schade ist, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie viele Menschen zu Weihnachten gleichzeitig in die Kirche gehen dürfen. Aber ich meine, draußen Veranstaltungen sind natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, ein bisschen besser Abstand halten zu können. Wo sehen Sie denn die Gefahren? Ich glaube, da sind wir uns einig. Masseninfektion ohne Ende, wenn das unkontrolliert alles vollzogen wird unter solchen Voraussetzungen. Darüber sprechen wir ja nicht. Wir sprechen über die Situation, wie Herr Meister sie gerade dargestellt hat, dass eben wirklich ein nach Hygienekonzepten, AHA-Regeln auf den Raum oder auf die Situation draußen abgestimmte Weihnachtsfeier, Gottesdienstfeier gefeiert werden kann. Wo sehen Sie da Chancen, Frau Priesemann? Da sehe ich leider überhaupt gar keine Chancen. Ich meine, klar, ich verstehe das gemeinsame Zusammensein. Ich weiß, dass das Bedürfnis wahnsinnig groß ist. Ich habe auch eine wahnsinnige Covid-Müdigkeit. Ich weiß aber nicht, ob ich selber würde definitiv nicht mit vielen Leuten in einen Raum gehen. Viel ist natürlich jetzt relativ. Die Obergrenze von 10 ist, finde ich, eine sehr sinnvolle, ein kleiner Gottesdienst und dafür mehrere bedeutet mehr Arbeit, aber vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für die, die wirklich in Präsenz da sein wollen. Online-Aspekte ersetzen das nicht, das ist klar. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe viele jüdische Freunde auch, wenn die zusammen Pessach feiern, feiern die das ganz viel zu Hause. Das ist wunderschön, was die dort an Ritual und auch an Feierlichkeit zu Hause im Familienkreis machen können mit ein oder zwei Haushalten. Vielleicht sind das Alternativen, über die man nachdenken kann. Ich denke, Weihnachten wird ja auch in vielen Familien, bei Ihnen, bei uns zu Hause zumindest, da wo ich aus dem Elternhaus komme, wird gefeiert zu Hause in der Familie. Wir sind selten in die Kirche gegangen. Wir haben die Bibel im Prinzip selber gelesen und die Lieder gesungen. Und das ist Familie, das ist dieses kleine, nehmen wir mal das Weihnachtsbild auf und ich spreche da sehr über meine eigene persönliche Erfahrung, das ist dieses, die Familie ist zu Hause in der kleinen Gruppe, in diesem Stall, Bethlehem mehr oder weniger. Und das ist ja nun auch ein schönes Bild und vielleicht können wir auch darüber nachdenken. Klar sind große, volle Kirchen wenigstens einmal zu Weihnachten eigentlich eine tolle Sache. Aber wir haben ja auch viele tolle Alternativen. Ich meine, Weihnachten ist eine Chance in dem Sinne auch, mit einem Lockdown nochmal drüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich wirklich an Weihnachten? Welche Kontakte, wie wichtig sind uns Kontakte? Ich glaube, das merken wir jetzt alle, wo sie eingeschränkt sind. Wie wichtig ist der Konsum? Reden wir jetzt hier gerade darüber, dass die Geschäfte geschlossen sind und da reden wir hier jetzt gerade darüber, dass uns die Kontakte fehlen. Und das zeigt ja auch ganz, ganz klar, was eigentlich wichtig ist. Das sind die Kontakteinschränkungen. Und natürlich die soziale Sicherheit, absolut, das ist der Hintergrund, die Geschäfte sind zu. Aber diese Ruhe, die vielleicht doch einkehrt diesmal über die Weihnachtsfeiertage, dieses nicht von einer zur nächsten Veranstaltung hetzen, sondern
sich zu überlegen, mit welchen Menschen kann und will ich über Weihnachten meine Zeit verbringen und gemeinsam Weihnachten feiern oder einfach nur gemeinsam feiern, dass man dieses wahnsinnig anstrengende Jahr gut überstanden hat, sich ein bisschen darüber auszutauschen, was man erlebt hat. Das ist ja nun für viele und ich denke mal für alle wahnsinnig viele neue Erfahrungen gewesen. Was hat man mitgenommen? Das kann man vielleicht in dieser Zeit in Ruhe besprechen. Ob man zum Weihnachtsgottesdienst in die Kirche gehen muss oder nicht, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ja. Also ich würde jetzt auch mit Blick auf den Chat einfach nochmal ergänzen. Ich stimme Ihnen weitestgehend zu. Auch das gehört ja dazu, dass Sie unter dem Einhalten der Hygienebedingungen ist eine Form der Selbstbestimmung ist dann zu sagen, oder an welchen Orten man sich aufhält. Ich glaube, bei der Idealisierung, dann hetzt man von A zu B, muss man aufpassen, dass man, bezogen jetzt auf manche Beiträge im Chat, nicht zynisch wird. Klären Sie das den 89-Jährigen, die schon seit 10 Jahren nicht von dort nach dort gesprungen sind, sondern die jetzt bestärkt werden, in ihrer Einsamkeit zu bleiben. Und deswegen muss man sehr behutsam sein, wenn man da vorschnell sagt, naja, dann könnte ja jeder zu Hause für sich sein Gebet sprechen und dann wäre gut. Sondern genau da an dieser Stelle auch zu sagen, was bedeutet es denn, dass wir in einer Gemeinschaft groß geworden sind, in der wir nach wie vor eine Achtung vor den alten Menschen haben und ihnen aber jetzt zumuten zu sagen, dann haltet das mal eben aus. Das haben Sie nicht gesagt, Frau Friesemann, ich bin in Bezug auf manche Bemerkungen im Chat. Und da würde ich eben einfach nur auch dann doch ermuntern, von sich selbst und den Möglichkeiten abzusehen, die man selbst hat oder Frau selbst hat. Und genau die extrem einsamen Menschen, die in einer Situation der Lebensmüdigkeit auch jetzt angelangt sind, mit in den Blick zu nehmen. Also ich höre daraus zum einen eine klare individuelle Entscheidung, das ist selbstverständlich, aber zum anderen tatsächlich auch eine Wiederentdeckung der eigenen engen sozialen Bezüge, sowohl bei Ralf Meister als auch bei Ihnen, Frau Priesemann. Sehe ich das richtig? Also dieses Wiederentdecken auf das, was wirklich wesentlich ist, bei Ralf Meister sogar noch über die Familie hinaus, eben der Besuch von alten Menschen, die vielleicht ja eben nicht direkt zur Familie gehören, aber auf Kernbereiche sich zu konzentrieren und ja, Gemeinschaft tatsächlich auf der Ebene zu erleben. Habe ich Sie da richtig verstanden? Sie haben eben zwischenzeitlich mit dem Kopf genickt bei dem Votum von Ralf Meister. Ja, sicherlich in einem gewissen Rahmen. Ich meine, das, was ich versuche auch zu kommunizieren, dass wir versuchen, mit dieser sozialen Bubble zu kommunizieren, ist, es ist wichtig, soziale Kontakte zu haben, absolut. Die großen Gruppen sind derzeit wirklich ein Problem. Es ist ganz arg wichtig, dass man nicht alleine zu Hause bleibt. Und insbesondere die Menschen, vielleicht kann ich das versuchen, mal als grobes Reichenbeispiel zu sagen, gerade die Menschen, die sich extrem zurückhalten in ihren Kontakten, die haben fast kein Risiko, dieses Virus aufzufangen. Wenn diese Menschen sich mit 2 oder 3 anderen Haushalten zusammentun, die sich ebenfalls so abgrenzen, so konsequent, da ist da fast kein Risiko. Vielleicht wäre das etwas, was wir noch viel klarer kommunizieren sollten. Trefft euch mit 2, 3 anderen Haushalten, die auch ganz wenige andere Haushalte treffen. Man muss sich, und das ist jetzt wieder die Mathematik des Virus, man muss sich anschauen, in Anführungsstrichen, wie viele Freunde treffen meine Freunde? Wie viele Kontakte müssen meine Freunde haben? Weil das sind die Einfallstore, wo man das Virus eben auffangen kann. Das heißt, diejenigen, die da Risikopersonen sind, da muss ich ganz arg zu ermuntern vielleicht auch an dieser Stelle und aufrufen, treffen Sie sich mit Menschen, die die Abstandsregeln ebenso ernst nehmen wie Sie selber und genießen Sie diese Treffen. Es ist fast ausgeschlossen, dass wenn 2 Haushalte da sehr, sehr vorsichtig nach außen sind, dass die sich gegenseitig gefährden. Geradezu ein Plädoyer für Besucher alter und kranker Menschen, die allein sind, vereinsamt sind, Ralf Meister. Nimmst du den Ball auf? Ja, ich bestätige ja die meiste Zeit das, was Frau Priesemann sagt. Also ich glaube, das ist auch die Sorgsamkeit, die wir miteinander auch nur bestärken können. Und ich weiß nur, dass dort, wo es
Besuche gab von einsamen Menschen oder wo auch Gottesdienste stattgefunden haben. Und ich habe an einer ganzen Reihe von diesen Gottesdiensten teilgenommen. Was Abstandshalten anging, was auch der Gesang anging, dass man ja monatelang nicht singen konnte, was zentral dazugehört, dass das gemeinsam ausgehalten wurde und man dann draußen am Ende in einem Riesenabstand um einen Posaunenchor stand, der auch in einem Riesenabstand zueinander stand und einfach 5 Minuten diese Musik hörte und die Menschen gingen gestärkt nach Hause. Und ich glaube, dieses Element darf man nicht unterschätzen. Also, Frau Friesema hat das ja auch nochmal gesagt, ich meine, der Mensch ist nicht überlebensfähig, wenn er alleine lebt. Wir sind von Geburt an soziale Wesen. Und welche Formen kann man jetzt gestalten? Und das wissen wir, es sind fragmentarische Elemente, es sind Bruchstücke. Aber diese so sorgfältig vorzubereiten und dann zuzulassen, glaube ich, ist auch eine wichtige Arznei gegen die Form der ganz schmerzhaften, traurigen Einsamkeit, die extrem viele Menschen erreicht. Vielleicht als Schlussfrage, was möchten Sie beiden nächstes Jahr, Weihnachten 2021, erzählen, wenn Sie an 2020 denken? Was ist Ihre schöne Geschichte, die Sie gerne erzählen möchten, rückblickend auf dieses Jahr 2020, Weihnachten? Nein, also das, ich finde, das also, würde ich auch Frau Friesemann wieder zustimmen. Es wird, das ist doch für unsere ganze Gesellschaft klar, es wird auf jeden Fall ein viel, viel ruhigeres Weihnachten. Es beginnt ja in einigen Bundesländern, ist es jetzt schon losgegangen, hier in Niedersachsen beginnt es morgen. Es wird ein viel, viel ruhigeres Weihnachten. Und zwar nicht erst am 24. oder 25., sondern jetzt schon. Und diese Verlangsamung und diese, ja, auch diese Möglichkeit, nochmal anders darüber nachzusinnen, was das eigentlich war, ganz am Anfang, als es ganz klein begann, dass diese Welt sich verwandelte, das ist, glaube ich, auch eine Chance. Das ist, glaube ich, auch eine Chance. Frau Friesemann. Ich meine, jede Krise ist eine Chance, dass reflektiert man gerade jetzt nochmal, was ist wichtig? Wie wollen wir uns organisieren? Wie wollen wir leben? Ist ja eine ganz, ganz grundlegende Frage. Das geht ja nicht nur um Corona, es geht ja um Klimawandel, es geht um Konsum, es geht um ganz diese ganzen grundlegenden Fragen, die jetzt hier plötzlich nochmal, ja, man ist aus seinem Rhythmus, aus seinem tagtäglichen Trott herausgerissen. Jetzt ist die Frage, wie würde ich mich am liebsten an dieses Weihnachten erinnern? Ich hoffe sehr, dass ich ein bisschen Ruhe habe. Ich habe ein Jahr durchgearbeitet, sage ich mal. Ich freue mich sehr, dass ich da endlich mal nicht im Dienst sein werde. Und ich freue mich auf meine eigene kleine Familie. Ich freue mich auf diese Ruhe ganz wahnsinnig. Ich sage normalerweise, weil Sie mir das angesprochen haben, als Physikerin jetzt nochmal mein Statement. Ich äußere mich in den Medien als Physikerin, weil das meine Expertise ist. Das ist nicht, dass ich über die anderen Sachen nicht nachdenke. Es ist nur, dass es nicht meine Expertise ist. Und ich finde, es ist ganz arg wichtig, sie nicht so sehr aus dem Fenster zu lehnen. Ich hoffe, ich habe das heute nicht übertrieben. Als Physikerin würde ich sagen, ich kann hoffentlich darauf zurückblicken, dass die Fallzahlen so deutlich runtergegangen sind, dass wir danach das ganze nächste Jahr nicht mehr die Schulen schließen müssen, nicht mehr drüber nachdenken müssen, ob wir wieder einen Lockdown machen müssen oder nicht und ob die Krankenhäuser überfüllt sind. Der Impfstoff wird wahrscheinlich nicht so sehr die Rettung bringen, wie wir das alle hoffen, aber es wird sicherlich auch ein Stück weit die Bekämpfung der Pandemie erleichtern. Und so wird es Tag für Tag im nächsten Jahr ein ganz klein bisschen einfacher, aber insbesondere dann, wenn die Fallzahlen für alle niedrig sind. Vielen Dank für die beiden Schlusswörter. Ich fand es großartig. Die Physikerin Frau Friesemann, den Theologen Ralf Meister in dieser Gestalt zusammenzubringen. Ich muss sagen, ich habe Sie beide in solch einer Diskussion noch nicht erlebt und wahrgenommen. Und das ist heute Abend sehr, sehr interessant gewesen, spannend gewesen, wie sich auch vor allem aufeinander eingelassen haben. Vielen Dank, sage ich auch an das Team im Hintergrund. Das ist Marien Ewers, das ist Rebecca Neander und Angelique Schienke-Bohm. Die sehen Sie alle nicht, aber die tun das, was unser gemeinsames Schauen und Reden miteinander und Chatten miteinander erst möglich macht.
Ja, und so bleibt mir zu sagen, trotzdem Weihnachten, frohe Adventszeit wünsche ich Ihnen erstmal und haben Sie schöne, gesegnete Feiertage. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Musik